Das zweite Rennen der IDM Superbike hier auf dem Schleizer Dreieck. Wir schauen noch mal rein in die Startaufstellung. Also Dario Giuseppetti, er kann ja nicht starten. Da ist also eine Lücke. Martin Bauer auf 2, Smirsch Margaret. Damien Catlin, der könnte vielleicht davon profitieren, denn Sie sehen es ja, er hat nach vorne hin also Luft. Jones, Nebel, Ranseder, dann Wenemann in Reihe 3, genau wie Sascha Hommel, Mark Wildissen und ebenso Kevin Waar. Und damit geht's rein in dieses zweite Rennen. 20 Runden werden hier gefahren. Und wer kommt am besten weg? Das ist wieder Muggeridge, aber auch Martin Bauer kommt richtig gut weg. Und Catlin kann das Ganze ausnutzen, also von 5 auf 3 vorgefahren. Damit sehen wir durch. Also Bauer, Muggeridge, Catlin, dann Smirsch. Dahinter, das müsste Gareth Jones gewesen sein. Und hier das ganze Feld der IDM Superbike. Gut durchgekommen durch die ersten Kurvenpassagen. Insgesamt 25 Piloten an den Start gegangen. Die 66, das ist Branko Sredanov. Er, der Niederländer auf der Yamaha, bekommt eine 20 Sekunden Zeitstrafe wegen Frühstarts. Also bei ihm hat der Start zwar gut geklappt, aber ein bisschen zu gut. So, schauen wir nochmal durch. Was hat sich getan? Also die ersten drei gleich geblieben, dann Smirsch, Jones, Hommel, Wenemann, dann Nebel und Teuchert dahinter gewesen. Hier haben wir die 62, das ist Steven Michels. Und hier die Startnummer 15, Dani Karteininger, der ja am Wochenende erstmals mit einer KTM so richtig im Rennbetrieb teilnimmt. Hatte das ganze Ding ja vor 2 Wochen in Oschersleben mal getestet, das lief ganz gut. Und auch hier am Wochenende hat es ja im ersten Rennen zumindest mal zu Platz 15 gereicht. Also da hat es sich richtig gut angestellt. Muggeridge auf 2 vor Damien Catlin, vorne Martin Bauer schon leicht enteilt. Auch hinter den beiden schon eine kleine Lücke, Jones, Smirsch, Hommel und Jörg Teuchert am Ende dieser Gruppe. Hier haben wir wieder die Suzuki von Steven Michels gesehen am Anfang dieser Gruppe und ganz, ganz hinten auch noch die 33, Karl Bertelsen, der Norweger, ebenfalls auf einer Suzuki unterwegs. Aber Damien Catlin, er machte Druck auf den anderen Australier, auf Karl Muggeridge. Und schauen Sie mal, wie die BMW da richtig nah rankommt auf der Geraden. Also die BMW Power hier auf der Geraden deutlich überlegen gegenüber der Honda. So, Smirsch hat sich jetzt ebenfalls ein bisschen nach vorne gekämpft. Die eine oder andere Position, Kevin Waar und Michi Ranseder auch relativ weit hinten im Feld. Also auch er kam ja das ganze Wochenende nicht so richtig klar hier mit dem Naturrennkurs nahe Schleiz. Also da lief es auch suboptimal. Im ersten Rennen ja ausgefallen und hier im zweiten Rennen doch relativ weit hinten. Wir sind schon in der 5. Runde. Martin Bauer, sein Vorsprung wuchs und wuchs. Also er bestätigte seine gute Form und seine gute Verbindung zu Schleiz und Damien Catlin jetzt schon vorbei an Karl Muggeridge. Hier haben wir Nebel, Teuchert und da hinten, das ist dann Altendorfer, Waar und Ranseder in der nächsten Gruppe. Hier Didier Grams, Daniel Bergau, die 42, das war Thomas Helldobler und hier die 10, Irek Sikora. Da gab es ja im ersten Rennen diesen heißen Endkampf gegen Didier Grams. Da konnte allerdings der Sachse am Ende jubeln. So, hier die beiden Australier in der Verfolgung von Martin Bauer. Allerdings hatten sie da schon einen gehörigen Rückstand. Also da mussten sie sich ordentlich strecken, um da eventuell doch wieder hinzufahren. Altendorfer, Waar, dann haben wir Wildissen, Ranseder und hier Roman Stamm. Roman Stamm, das erste Rennen ja auch für ihn nicht sonderlich erfolgreich, nur Position 19 mit am Ende fast 2 Minuten Rückstand auf die Spitze, auf den Sieger, auf Matej Smirsch. Hier haben wir die 66, Branko Sredanov, ganz am Ende des Feldes, 20 Sekunden Zeitstrafe, wie gesagt, aufgrund des Frühstarts kassiert. Für ihn also das Rennen eigentlich schon nach Beginn gelaufen. Hier haben wir den führenden Martin Bauer auf der KTM. Er mag das Schleizer Dreieck, das hat er auch im Nachhinein gesagt.
Und er hatte sich ja auch schon vor dem Rennen relativ weit aus dem Fenster gelehnt, hat gesagt, ich habe ein ganz gutes Gefühl hier für das Rennen und auch für die Meisterschaft. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das in diesem Jahr klappt. Und er bewies, dass da hinter dieser Aussage wirklich eine Menge dahinter steckt. Also er konnte sich sicher sein und zeigte hier eine fantastische Leistung in diesem zweiten Rennen von Beginn an. Im Training hat er auch hingehauen mit der Pole Position. Und die schnellste Rennrunde, die fuhr auch Martin Bauer in diesem Rennen 1:25.340 und damit hat er einen neuen Streckenrekord aufgestellt hier auf dem Schleizer Dreieck. Und zwar mit dieser 1:25.340 einen Rundenschnitt von 160,511 km/h und damit also den bestehenden Rundenrekord gebrochen. Das Ganze gilt ja auch immer nur im Rennen. Also im Training, da kannst du so schnell fahren, wie du willst. Da wirst du dich nicht in die Annalen einschreiben können. Das Ganze musst du im Rennen fahren. Wehnemann direkt vor Jörg Teuchert, also Barry Wehnemann. Für ihn auch eine schwierige Saison. Auch hier im zweiten Rennen fällt er langsam aber sicher wieder zurück. Die 43 haben wir hier im Bild. Und die 43, das ist Manuel Fernandez. Nach zwei Runden, Dani Kateininger ja schon raus. Wir haben ihn hier nicht mehr durchs Bild fahren sehen. Das ist bis dato der einzige Ausfall hier im zweiten Superbike-Rennen. Insgesamt ja 20 Runden. Das erste Rennen wurde ja verkürzt. Vorne an der Spitze war es weiterhin eine ganz, ganz eindeutige Angelegenheit für Martin Bauer auf der KTM. Also es könnte ein richtig gutes Wochenende für KTM werden, wenn auch die beiden Teams Inghardt und Motorex KTM nicht mehr ganz so harmonisch miteinander harmonieren. Hier in der IDM, spätestens seit dem Sachsenring, ist das Klima doch ein bisschen verhärtet, die Fronten verhärtet. Ja, und dann sind es halt auch noch Meisterschaftsrivalen. Kevin war, er möchte natürlich zum zweiten Mal an diesem Wochenende in die Punkte fahren. Im ersten Rennen, da hat das ja wunderbar funktioniert mit Position 7 am Ende. Die 41 hatten wir jetzt hier gerade mal im Bild gehabt. Das ist Stefan Schrammel. So, und wir sind in der 10. Runde, das heißt, wir haben gleich Rennhalbzeit und Sie sehen, wie souverän das hier bei Martin Bauer aussieht. Den Vorsprung haben Sie auch im Bild gehabt. Katlin auf 2, Margaret auf 3, dann Jones, Smirsch, Hommel, Nebel, Teuchert, Wehnemann. Also Jörg Teuchert auch vorbeigegangen an Barry Wehnemann, der also immer weiter hier zurückfällt. Und in der Gruppe dahinter, da war dann auch Michi Ranseder vertreten. Auch da gab es ein paar technische Probleme am Motorrad. Also das lief alles nicht ganz optimal für ihn. Didier Grams, er wollte natürlich nach dem Husarenstreich im ersten Rennen vielleicht auch wieder hier im zweiten Rennen in die Punkte fahren und das als Privatier mit seinem kleinen Team und als Gaststarter in der IDM wäre das natürlich eine Riesensache. Er hier hat ganz andere Ziele. Er möchte Meister werden, nachdem das im letzten Jahr in Hockenheim so schwierig und so blöd gelaufen ist aus seiner Sicht. Soll es also in diesem Jahr klappen. Matthias Mersch, er könnte sich durchaus noch als Gegner erweisen nach seinem Sieg im ersten Rennen. Und schauen Sie mal da hinten, das ist Michi Ranseder. Also eine ganz, ganz komische Linie gefahren. Und da sieht man schon, so richtig schnell sieht das nicht mehr aus beim Österreicher. Und er rollte am Ende dieser Runde dann auch aus. Und damit war das Rennen für ihn gelaufen. Hier so ziemlich bei Rennhalbzeit. Wir sind in der 11. von insgesamt 20 Runden. Also Michi Ranseder für ihn eine Veranstaltung zum Vergessen. Nach Startplatz 8, der Ausfall im ersten Rennen und auch der Ausfall hier in Rennen 2 und in Runde 11 sollte es außerdem auch noch Stefan Schrammel und Roman Stamm treffen. Roman Stamm, der flog ab, also hat sich da nichts getan, aber das Rennen trotzdem für ihn beendet. War auch für ihn nicht unbedingt ein Wochenende, das von Erfolg gekrönt war. Hier haben wir Altendorfer im Bild gehabt und Marc Wildissen.
also die beiden BMW hintereinander. Dann Kevin war, das dürfte so um die 12. Position sein. Didier Grams, auch er im Moment in den Punkterängen. Gisbert van Ginhoven und die 24 von Schubert Motors, Daniel Bergau aus Berlin, auf einer BMW unterwegs. Ebenfalls das Starter hier, genau wie Thomas Helldobler auf der KTM mit der 42, werden wir ja auch noch das ein oder andere Mal hier im Bild sehen. Also die ganzen Gaststarter, das muss man wirklich sagen, die fuhren hier ein richtig ordentliches Wochenende, zeigten richtig gute Leistungen und konnten da in die Punkteränge immer wieder hineinfahren. So, Teuchert fällt so langsam aber sicher zurück, genauso wie er hier, wie Barry Wenemann mit der Startnummer 7 auf der BMW. Auch da muss er langsam abreißen lassen. Wir hatten es vorher schon gesehen, auch Jörg Teuchert. Keine Chance in diese Gruppe mit Sascha Hommel, Stefan Nebel, Matthias Mösch und Gareth Jones einzugreifen. Die letzten 7 Runden für den souverän Führenden, für Martin Bauer, für den Gesamtführenden der IDM Superbike und mittlerweile doch schon den haushohen Favoriten im Kampf um die Meisterschaft. Aber es bleibt spannend, denn auch Karl Magerich, der sammelt halt fleißig Punkte, gewinnt kein Rennen mehr. Also seit dem Sachsenring 2010 kein Sieg mehr für den sympathischen Sunny Boy aus Australien. Aber er hält sich mit Podestplätzen und Platzierungen unter den Top 5 hier sehr, sehr gut im Meisterschaftsrennen und hat das Ganze auch nach diesem Wochenende hier noch nicht abgehakt. Denn wie schnell das gehen kann in diesem Jahr in der IDM Superbike, das haben wir über die Saison ja schon erlebt. Auch Dario Giuseppetti hätte durchaus noch eine Meisterschaftschance gehabt, zumal er immer ein Siegkandidat hier in Schweiz gewesen ist. Aber durch den Sturz und die Verletzung im ersten Rennen ist die Saison für ihn beendet. Hat auch gesagt, das wird in diesem Jahr nichts mehr. Wenn alles gut geht, dann komme ich mal in Hockenheim vorbei, schaue mir das Ganze an. Aber fahren, das wird wohl nichts mehr werden im Jahr 2011. Gisbert van Ginhoven, auch für ihn ja, ein schwieriges Rennen hier. Wird da auch schon fast überrundet. Bald überrundet werden von Martin Bauer. Der Kampf um Rang 2 zwischen den beiden Australiern ist auch noch heiß. Dann Jones, der nächste Australier, Smirsch und jetzt Nebel direkt hinter Matthias Smirsch. Und ich kann Ihnen jetzt schon verraten, da wird es keine Attacke geben, denn das hat Stefan Nebel auch gesagt. Im ersten Rennen, da ging es einfach nicht schneller. Ja, und im zweiten Rennen war er halt irgendwann mal hinter Matthias Mösch, hinter seinem Teamkollegen. Und Matthias Mösch, der hat einfach noch Meisterschaftschancen. Deshalb gibt es dort bei Inghardt die Absprache, im Zweifelsfall kommt Mösch vor Nebel ins Ziel. Und daran hat sich auch Stefan Nebel zu halten. Und deshalb gab es da keine Attacke und er ließ es einfach relativ ruhig angehen. Konnte eine gute Pace gehen, hat er gesagt. Und für ihn ging es nur noch darum, Sascha Hommel hinter sich zu halten. Mehr durfte in diesem Rennen dann nicht sein. Kevin war im Moment auf Position 12 unterwegs. Und hier haben wir Didier Grams gesehen auf Position 13. Erik Sikora, der Daniel Bergau und hier die 42, Thomas Helldobler. Vorne eine KTM mit Martin Bauer und dahinter dieses Duell hier zwischen Damien Cutlin und Karl Magerich. Und wir erinnern uns an das Ende von Rennen 1. Da hatte Damien Cutlin doch schon arge Probleme mit den Reifen bekommen. Und auch hier in diesem zweiten Rennen sollte es nochmal richtig knapp werden. Er hat gesagt, er hat sich gut gefühlt, aber es ist schwieriger, vorneweg zu fahren. Man muss pausenlos pushen, man muss pausenlos Druck machen. Und der hinterherfährt, der ist einfach ein bisschen entspannter auf dem Motorrad und hat dann vielleicht doch noch die eine oder andere Kraftreserve mehr und kann dann eben vielleicht nochmal einen Angriff starten. Und genauso kam es hier in den letzten beiden Runden. Wir schauen erstmal auf Martin Bauer, der jetzt schon in der vorletzten Runde ist und warten wieder auf die Position 2 und 3. Und das sehen wir schon. Das ist knapp zwischen Cutlin und Karl Magerich. Und wie das Ganze ausgeht,
Das war dann eine Millimeterentscheidung hier bei diesem Rennen Nummer 2 auf dem Schleizer Dreieck. Am Ende sollten 20.000stel im Kampf um Rang 2 entscheiden. Aber wer das Ganze dann macht, das war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, denn Muggeridge, der machte ordentlich Druck und Damien Catlin musste sich da mit allen Kräften wehren. Die 24, Daniel Bergau, er ebenfalls im Moment auf einem Punkterang. So, hier, die letzte Runde. Einfahrt, letzte Runde, dann geht's hinauf in Richtung Buchhübel und dann nochmal das, ja, schon etwas gefährliche Stück hinunter in die Stadt überstehen. Und hier der Kampf um Rang 2. Muggeridge war ganz, ganz nah dran an Damien Catlin. Und wir schauen nochmal hinten. Sascha Hommel musste auch abreißen lassen. Und Jörg Teuchert allerdings doch hinter Sascha Hommel. Also von daher die Wachablösung im Team Yamaha Motor Deutschland. Die scheint sich immer mehr zu vollziehen. Das sage ich mal jetzt so frech. Also Sascha Hommel an diesem Wochenende auch immer schneller gewesen als Jörg Teuchert. So, hier kommt der Sieger, hier kommt Martin Bauer mit diesem weiteren Sieg, baut er seine Meisterschaftsführung aus und darf sich natürlich freuen. Und am Ende setzte sich Damien Catlin im Duell der Australier mit 20.000stel Vorsprung vor Karl Muggeridge durch. Das ist das Podest und hier der Kampf um Position 13, den hat Didi Grams am Ende doch noch verloren. Der Reifen war komplett fertig gewesen und deshalb fuhr er einfach nur klug die Punkte nach Hause, beziehungsweise den 14. Rang. Und da hat man im Team auch gesagt, wenn er da mit aller Macht dagegen gehalten hätte und vielleicht noch das Motorrad weggeschmissen hätte, dann wäre er der Depp gewesen. So nimmt er Platz 14 mit, Erik Sikora setzt sich durch, hier haben wir ein Bild, und holt Rang 13. Auch für ihn ein starkes Ergebnis, aber Didier Grams, auch er war zufrieden. Auch danach wieder die Frage, war doch in Ordnung, oder? Das war's auf alle Fälle. Er freut sich, winkt nochmal freundlich in die Kamera, das kennen wir ja von ihm. Und er hat viele, viele Fans in Schleiz, bei denen er sich hier am Buchhübel nochmal bedankt. Und damit wollen wir auch drauf schauen auf das Endresultat hier, während Thomas Heldobler nochmal den Reifen verheizt. Auch er ein gutes Wochenende gefahren, wird hier am Ende 16. Und jetzt nochmal der Blick auf die junge Dame, aber natürlich auch auf die ersten 15. Martin Bauer vor Damien Catlin und Karl Muggeridge. Dann der nächste Australier Gareth Jones, Smirsch, Nebel, Hommel, Teuchert, Altendorfer, Wenemann wird 10. Wildesen 11. Kevin war auf 12, wieder an die Punkte gefahren. Gutes Rennen, gutes Wochenende für ihn. Erik Sikora, Didier Grams und Daniel Bergau. Das sind die Top 15 und wir schauen auf die Gesamtwertung. Und da schauen Sie mal, Martin Bauer vorne vor Karl Muggeridge und Damien Catlin. Catlin jetzt neuer Dritter. Smirsch 4. Ranseder nur noch 5. Giuseppetti 6. Aber den können wir jetzt leider außer Acht lassen. Teuchert auf der 7. Und Freddy Papunen schließt die Top 15 ab. Alle weiteren Positionen sehen Sie.